Servus, Leute. Wir sind jetzt wieder Auto und More. Wir werden heute probieren, ein Floß bauen. Und wir haben auch da nur 2 Stunden Zeit. Und das wird dann eher ein bisschen eine Challenge, weil wir halt in 2 Stunden das schaffen müssen. Und die Challenge ist halt, das so zu machen, dass eine Person quasi getragen wird vom Floß. Also ja. Und wir mögen alles aus Stämmen machen, also alles, was da jetzt auch in der Umgebung ist, weil wir sind bei einem ziemlich coolen Spot da. Und das wird ein bisschen eine Challenge werden, weil da brauchen wir halt schon extrem viel Holzstämme und so. Ja, haben wir auch noch nie so ein Floß so selber gebaut, nur aus Stämme oder so. Deswegen ist es eher eine neue Erfahrung. Die wollen wir dann auch mal ein großes bauen, so mit Kanister und so. Und dann auf da drauf vielleicht ein bisschen umfahren. Schauen, wie das funktioniert. Und heute geht es halt hauptsächlich darum, dass halt einer das Floß halt antragt. Und schauen wir mal, ob wir das schaffen. Floß schwimmt schon einmal, ist jetzt nicht so ein Holzhaufen, kann man sagen, aber es ist auf jeden Fall, es tragt schon wen. Also haben wir die Challenge eigentlich schon geschafft. Es war jetzt eh leichter, wie wir gedacht haben, wenn wir genug Stämme da gehabt haben. Wenn wir das jetzt in 1,5 Stunden circa gemacht, also nicht einmal in 2 Stunden, sondern wir uns vorgenommen haben. Ja, ist ziemlich geil.
auf jeden Fall ziemlich geil, dass das fährt so. Vor allem, es fährt auch noch gut. 10 von 10. Also die vier sind noch Oberwasser. Ziemlich geil. Ich bin jetzt im Wasser drin, es ist auch ziemlich kalt da. War halt nicht kalt, aber es ist auf jeden Fall eigentlich angenehm, weil der Zug halt auch nicht zu warm erfrischen. Und jetzt werden wir mal schauen, wie viel wir auf unser Floß aufpassen. Ja, es geht schon. Es ist schon am Boden, glaube ich. Da. Wir haben die Floß-Challenge erfolgreich gemeistert. Wir haben es wirklich geschafft, mit dem Holz, was da im umliegenden Bereich ist, Floß zu bauen, was eine Person aushaltet und tragen kann. Wie man jetzt gerade merkt, zwei Personen ist ein bisschen schwierig. Es war gar nicht einmal so schwer, wie wir gedacht haben. Also es ist gegangen. Wir haben da auch das mögliche Material dazu gehabt. Aber wir haben das, glaube ich, relativ gut geschafft. Das Ganze werden wir wahrscheinlich auch noch einmal in Fett machen, dass da vier Personen oder so aufpassen. Und dann werden wir vielleicht auch probieren, da eine Nacht zu übernachten. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke.